Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde WoT. Ich bin hier jetzt mit einer neuen Folge vom Masterclass Panzerkunde für euch unterwegs. Diesmal schauen wir uns das Objekt 430U an. Der MiG-1 Bravo, ich glaube so hieß er, hatte mich in-game angeschrieben und gefragt, ob ich den mal vorstellen kann, somit was ist alles drin und pipapo. Und wir hatten es ja auch in den Kommentaren, dass wir da wegen dem 121 da ein bisschen rumgelabert haben und da dachte ich, da passt es doch ganz gut. Ja, 430 Uhr heute unterwegs. Ihr seht es hier unten. Wir sind jetzt im Moment bei 162 Gefechten. Dementsprechend ist bei mir die Feldmodis noch nicht ausgebaut. Also die meisten der Gefechte sind tatsächlich zustande gekommen, bevor die Feldmodis überhaupt da waren. Dementsprechend bin ich da noch nicht durch, bin aber auch kein. Ich benutze schon regelmäßig die Feldmodis, aber nehme nicht zwangsläufig immer alles mit oder nicht mal zwangsläufig überhaupt einen Teil mit. Jetzt hier im 430 Uhr noch nichts eingebaut. Ist aus meiner Sicht tatsächlich einer der, wie soll man sagen, so einer der vielseitigsten Panzer, also Mates, die es in-game gibt, was Tech-3-Panzer angeht. 430U kann man halt auch nie mit irgendwie was falsch machen. Gut, 140er ist halt noch ein Tick mobiler, hat ein bisschen bessere DPM, dafür macht er halt mehr Schaden, hat mehr Panzerung. Ich glaube, er hat hier sogar auch ein bisschen mehr Life. 2000 zum 140er, ja, 100 hat er mehr. Dementsprechend, also er ist tatsächlich so ein Heavy-Mate-Hybrid und die Rolle, die führt auch echt grandios aus meiner Sicht. Was Einbauteile angeht, fangen wir mal da an. Im Moment jetzt hier bei mir Lüfterung, Ansetzer und Stabi. Aber ich denke, da kann man doch auch vielseitig sein, zum Beispiel mit einem Turbo. Ihr seht hier, der erste Bonus-Slot ist Beweglichkeit. Dementsprechend könnte sich da ein Turbo anbieten. Der zweite wäre, ich glaube, Aufklärung oder Überlebensfähigkeit. Dementsprechend könnte man dann überlegen, auf den zweiten Slot noch eine Härtung aufzuklatschen oder ähnliches. Oder halt jetzt hier klassisches Setup mit gut Lüftung ist, denke ich, bei vielen. Also ich glaube, ich benutze die mehr als der Durchschnitt. Und denke, dass dann da wahrscheinlich sozusagen der dritte Slot ist, wo viele dann was anderes drin haben. Ansetzer ganz normal, wenn Ansetzer geht, Ansetzer rein. Stabi ganz normal, wenn Stabi geht, Stabi rein. Munitionsmäßig sind wir da auch ganz solide unterwegs. 20, 25 und 5 HE. Das können wir mal noch ändern, das habe ich noch nicht gesehen. Direkt mal einen großen Feuerlöscher rein. Und was die Crew angeht, verhält sich wie ein normaler Mate. Da geht es halt Waffenbrüder, dann geht auf Sichtweite, dann könnte man überlegen, Gunhandling mitfahren wie auf Schienen oder Meister am Bremshebel und so ein Kram. Ich hatte mich jetzt hier für Tarnung entschieden, weil, wenn wir mal da hingucken, er ist jetzt hier bei ja, im Durchschnitt 80%, sagen wir mal, und schon über 30%. Das finde ich auf dem 10er-Bereich ganz in Ordnung. Ich finde es immer doof, wenn so 10er-Mates dann keine 30 Tarnwert erreichen. Der wird jetzt hier irgendwo bei, ich sag mal, 35 zu Ende sein. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Das bedeutet einfach, dass man tatsächlich mit ihm sich auch in einem Busch setzen kann. Also nicht aktiv, also nicht direktes Spotten in dem Sinn, sondern man stellt sich in einen Busch rein und lässt die Gegner kommen und irgendwann gehen sie halt auf und durch euren, also weil man hat jetzt nicht unfassbar viel Sichtweite. Gut, wenn man da jetzt natürlich noch eine Optik reinklatscht auf dem zweiten Zubehörslots, also hier in der zweiten Reihe. Und das dann halt auf gewissen Maps, wenn es keine Lights gibt oder so ausspielen will, ist bestimmt auch möglich, habe ich noch nie ausprobiert. Aber das reine im Busch stehen und einfach die Tarnung ausnutzen, funktioniert mit dem auch wunderbar, wenn die Tarnung, also die Crew dementsprechend ausgebildet ist. Da kriegen wir Geld. Also aus meiner Sicht ein super, super solider Panzer. Werden wir jetzt auch gleich in ein, zwei Runden dann uns mal angucken.
Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gehen wir, nee, das war falsch. Gehen wir einmal auf die Feldmodis. Wie gesagt, meine persönliche Sicht, man muss nicht immer alles mitnehmen. Wir haben jetzt hier auf der zweiten Stufe, also im ersten Slot sozusagen, Möglichkeit Wendegeschwindigkeit und Turmdrehgeschwindigkeit sowie Geschützrichtgeschwindigkeit, oder halt Mali auf Munilager, wenn es kaputt ist oder wenn halt die Kanone kaputt ist, Motor kaputt ist, dass man dann halt noch langsamer wird, noch länger nachlädt und so. Werde ich nichts von beiden benutzen. Sehe ich, also ich finde es dann so, wie es ist, einfach besser. Also ohne Minus, Malus, was halt Munilager und so angeht. Das habe ich in ein paar Panzern zum Ausprobieren oder ne, weil es mir da auch egal ist. Progetto zum Beispiel. Da nehme ich das dann hin. Aber hab dann auch, wenn man dann tatsächlich am Arsch ist und Munilager und so, man kann nicht reparieren, dann, oder Motor ist das Schlimmste, man fährt da mit 4 km rum, nehme ich nicht mehr. Zweite Möglichkeit jetzt hier, Feeder, also Feeder-Ausbaustufe, hätten wir Durchmesser des Zielkreises oder halt Streuung bei Bewegung und Streuung bei Wanddrehung, jeweils plus minus, je nachdem, was man nimmt. Und auch da werde ich nichts von nehmen. Es geht erst los bei mir beim Ende dann irgendwann. Dritte Möglichkeit auf Stufe 5 hätten wir jetzt hier Tarnung oder Höchstgeschwindigkeit rückwärts. Das bin ich tatsächlich, dieses Rückwärtsfahren, ne? Das meistens nehme ich, was das angeht, Tarnung. Einfach weil Tarnung Tarnung ist. Aber langsame Panzer, die, also Panzer, die langsam rückwärts fahren, wie so ein Lion, da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob das vielleicht sogar sinnvoll ist, weil das ja eigentlich auch ein Panzer ist, den man vorzugsweise ein bisschen weiter hinten spielt und man dann eher mal so 1 Meter nach hinten fährt, besonders wenn die Arti halt, ne? Ihr versteht. Also, aber beim 430U denke ich, ist da sozusagen, wie wollt ihr den 430U spielen? Lieber vorne, lieber hinten, ne? Wenn ihr lieber vorne spielen wollt, dann halt die Höchstgeschwindigkeit rückwärts erhöhen, anstatt die Tarnung, weil wenn er vorne steht, braucht er keine Tarnung. Und andersrum natürlich. Siebte Möglichkeit, also hier siebte Stufe, vierte Möglichkeit, hätten wir Strukturpunkte oder Zielerfassung. Und ich würde hier tatsächlich, ich bin noch nicht so weit, aber hier, das wäre das erste, wo ich tatsächlich irgendwas haben wollen würde. Hier werde ich wahrscheinlich die Zielerfassung nehmen. Ist ein Russenpanzer, hat von daher schon obligatorisch echt gut so Snapshot-Potenzial. Das nehmen wir hier gerne mit. Die 2%, ja, 2% Strukturpunkte, das sind 40 HP. Ich weiß nicht. Braucht man das? Im 10er-Bereich ist eh alles so im 500er-Bereich. Könnte möglich sein, gut, wenn so eine IS-7 immer 501, 502 rollt. Normalerweise wäre er dann tot. Aber ansonsten, also dann halt nicht. Aber ich glaube, ich werde, wenn ich dann soweit bin, hier auf die Zielerfassung gehen. Und letzte Möglichkeit hätten wir Sichtweite und Streuung plus oder beziehungsweise minus. Oder die Motorleistung erlittener Schaden durch RAM und verursachter Schaden durch RAM. 430U, exzellenter Panzer zum RAM. Da bin ich mir echt nicht schlüssig. Ich denke, ich werde das mit dem RAM nehmen, obwohl das relativ situativ ist. Einfach mal zum Aus Man kann es ja zum Glück also wieder austauschen. Aber ich werde, denke ich, einfach mal mit dem RAM anfangen und dann als nächstes auch RAMBOX skillen. Weil so, mit so einem 430U kannst du schon echt viele Panzer RAM. Und aber ansonsten, auch da kann man dann halt lieber auf die Zielerfassung bei Turmdrehung gehen oder Richtschutzdrehung, was auch immer da stand. Ich bin der Meinung, ein 430U sollte in den meisten Fällen, also so Otto normal spielen, ne? Es gibt immer Ausnahmen, sollte aus meiner Sicht eher in einer Heavy-Linie sitzen und halt frontal mit den Heavies mitspielen. Nicht alleine irgendwo vorfahren, sondern Heavy Lane. Gucken, je nachdem, wie viele Leute da sind, nimmt man sich die Leute mit und geht halt nicht alleine. Größtes Manko, wie beim 121er, 5 Grad Gunnipression. Ist, finde ich, nicht so arg wild, weil er relativ gute Panzerung hat. Also,
Man kann sich sozusagen sich eine Position aussuchen. Da fährt man hin, wenn man auf dem Weg aufgeht. Dass der Panzer verzeiht auch gerne mal einen Treffer oder ne. Das funktioniert schon. Er ist nicht der schnellste, aber ich denke, für so einen Hybridpanzer ist das absolut in Ordnung. Was fährt er jetzt hier? Ich glaube, um die 50. Ja, 50 Max. Also in Realität seid ihr da bei 47. Das ist in Ordnung. Ich würde sagen, größtes Manko durch die Gandhi-Preschen ist er halt, er ist immer noch Meter, aber unteres Meter, würde ich sagen. Also da gibt es halt STB, Leopard, da gibt es deutlich bessere, die halt auf ihrer Rolle oder bei dem, was sie zu tun haben, einfach noch besser sind. Aber mit dem kann man nichts falsch machen. Kann man wirklich nichts falsch machen mit dem Panzer. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, genug gelabert fürs Erste. Wir gucken uns mal die Runden an. So, wir sind unterwegs im 430U, das Ganze auf Sturz Yankee, 10er Gefecht, ohne Artis, zwei Lights. Und wie ihr sehen könnt, 3x2684 im Platoon. 50-50 Chance, wo die jetzt herkommen. Ich wette mit euch um den Fuffi, die kommen jetzt hier links. Ich weiß natürlich, wie es endet und was passiert, aber auch schon als die Runde losging, mir war klar, auf irgendeiner Seite werden sie reinpushen. Höchstwahrscheinlich die hier, weil sie halt weiß, die leichtere ist. Und dementsprechend, wir sehen es auch, wir sind hier, wenn sie kommen, tatsächlich krass in Unterzahl. Da haben wir schon den ersten. Heat ist geladen. Also jetzt wird es hier einfach nur noch reingespammt, gehofft, dass wir irgendwas treffen. Ah, guter Start. Ah, der KPZ, der ist da. Und in so einer Situation machen sich halt diese 30 Tarnwert bezahlt. Ne? Doppelbusch jetzt hier vor mir. Und ich kann einfach, oh, schade, mit meinen 33 Tarnwert oder was es sind, da einfach reinhieden, ohne aufzugehen. Aber wir sehen, na, das sieht nicht gut aus. Da haben wir 7 Gegner gerade. Na, komm, komm, irgendwas jetzt hier noch? Nee, okay, ich muss rennen. Der Weg ist weit. Jetzt heißt es beten. Oh, ist noch so weit. Okay, Lucky. Na, nicht so lucky, aber dafür Track, wunderbar. Und in Sicherheit. Erstmal alles gut. Ihr seht, der Gegner setzt auch alles auf eine Karte. Jetzt ist so eine Situation, ich wusste echt nicht. Ich gehe jetzt eine ganze Weile lang nicht auf. Ich konnte es mir persönlich, also besonders mit dem 140er da jetzt, unter anderem, gut, er sitzt natürlich hinterm Busch. Ich weiß natürlich, ich sehe nicht genau, wie weit weg er vom Busch ist. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er mich nicht spottet, wenn ich hier die ganze Zeit am Schießen bin. Auf jeden Fall nehmen wir sowas gerne mit. Na, schade. Komm, komm. Ne, das war nix. Und ihr seht, 500 passt jetzt hier auf den Amix reingebrettert. Ich habe, glaube ich, jetzt hier viermal getroffen. 2200 Schaden gemacht. Und ihr seht, der Gegner hat jetzt hier zu viel gewollt oder nicht konsequent genug oder na, ich glaube eher, es lag daran, ihr seht ja, wie viele hier sitzen. Das hat wahrscheinlich oder das haben auch noch andere gerochen, dass jetzt hier die 2684er gleich reinpushen werden. Und dementsprechend, gut, der KPZ und 277, gut, der war woanders, aber der KPZ, der hat. Denke ich, dass sozusagen der war ein bisschen übermütig einfach. Zack. Zack. 200 zu 41. Genau so muss das. Stellt euch das jetzt noch mit den Feldmodis vor. Den nehmen wir auch nebenbei noch mit. Und mit Rambock. Das war ein guter Trade. Er sieht mich nicht. Ich kann ihn geben.
Einfach eine gute Mischung dieser Panzer, gute Kanone, also gut, ne, Russenkanone. Auf der einen Seite irgendwie RNG-Bonus aus meiner Sicht, der anderen Seite aber jetzt auf dem Blatt Papier nicht die genaueste. Ordentlich Damage. Tarnung, okay. Sichtweite, na, okay, bist nicht so gut. Gut mit Optik, ne, haben es ja gesagt. Kann man da ja noch ein bisschen variieren und ich denke dann bei knapp 500 Sichtweite ist auch völlig in Ordnung. Ja, und schon haben wir gewonnen. Schöne nette Runde, konnten gut den Gegner da ablocken. Ja, netter Push zwar, also nette Idee gewesen. Sowas ist auch tatsächlich echt gefährlich. Das kann mal ganz schnell auch einen Genickbruch bedeuten, besonders wenn der Gegner mit, weiß ich nicht, wie viel es dann waren, 8, 9, 10 Panzer waren ja da vom Gegner. Dann nur, ich sag mal so, 5, 6, 7 Panzer halt auftreffen. Wir waren jetzt ein paar mehr. Das haben sie gemerkt. Und wir konnten jetzt hier auch ein bisschen reinlöten. Ein Kill durfte ich abstauben. 3813 Schaden machen. 1090 haben wir geblockt und 1005 haben wir noch unterstützt. Unterstützermedaille haben wir auch noch dazu gekriegt. Uns Überlegenheitsabzeichen Stufe 2. Dritten Platz mit 894. Wohlverdient. Trefferbild. Naja, ne. Hälfte ist ungefähr angekommen. Und durch Only Heat merken wir das auch im Credit-Einkommen oder im nicht vorhandenen. 28.244 haben wir jetzt hier miese gemacht. Aber naja, egal. Und für 5 Minuten Spielzeit ist die Runde echt in Ordnung gewesen. Ich würde sagen, einfach mal noch eine. Da sieht man auch ein bisschen mehr, was so das 430U dann auf der Heavy Lane halt anstellen kann. Ja, einfach zum nächsten. In der zweiten Runde sind wir auf Siegfried-Linie unterwegs. Das Ganze gegen 9er und 10er. Zwei Lights, einer Adi. Und ja, also die Runde hier ist direkt im Anschluss der ersten passiert. Das fand ich dann ganz nett. Ich gehe hier direkt obligatorische Heavy Lane. Gut, die hat hier ein paar mehr Positionen, die Heavy Lane. Die Heavys, die verteilen sich ja hier immer in diesen Straßen. Ich mag persönlich die hier am liebsten. Und da haben wir einen SCB, der auch jetzt hart lernen wird, dass er, wenn er keine Gun Depression ausnutzt, auch keine Panzerung in seinem Turm hat. Also STB lebt, was Panzerung angeht, davon, dass er Gun Depression benutzen kann. Ansonsten lebt seine, also ist seine Panzerung einfach nicht existent. Zack, nicht mal richtig die Kommandoluke getroffen, irgendwie ein bisschen weiter drunter. Trotzdem einfach durch. Gut, ich habe Heat geladen, klar. Aber dafür sind wir hier auf der Heavy Lane. Und auch erstmal, solange der STB sich hier anbietet, auch nur ihn beschießen. Und gar nicht, es stehen auch weiter rechts, stehen noch ein paar Panzer, 100 Pro. Die erstmal verhungern lassen, ne? Wenn ihr euch da unnötig zeigt, dann gibt ihr einfach nur zwei Kanonen mehr die Möglichkeit, euch Schaden zu machen. Dementsprechend, ihr seht, ich bleib da ein bisschen weiter hinten. Damit ich halt hier sozusagen, ihr seht da die Kuhle, die ist sozusagen wie gemacht für meinen 430U. Die Gegner haben es ultra schwer, hier meine Kommandoluke zu pennen, weil auch wenn es relativ kurze Wege sind, ne, ihr seht, beide Seiten strugglen. Aber auf kurz oder lang bin ich hier, denke ich, auf der besseren Posi. Okay. Die stehen also noch da. Wunderbar. Oh, das ist ja nett. Ich verstehe, was der Jagdpanzer da meint. Ich werde ihm jetzt dann auch gleich den Gefallen tun. Ne, ich habe jetzt geschossen, gehe ihm komplett aus dem Weg. Ich weiß ja, wenn er geschossen hat, braucht er erstmal 20 Sekunden ungefähr. Dementsprechend lassen wir ihn jetzt hier einmal schießen. Genau deswegen. Wunderbar. So, er macht Platz. Ich kann wieder übernehmen. Auch wenn der Eskong wahrscheinlich keinen Bock mehr hat. Und ich denke mir jetzt, okay, hier, warum sollen wir die ganze Zeit so rumtingeln? Ich lasse ihn jetzt hier einfach vor, weil turmloser TD, ich kenne das. Er muss immer mit den Kameraden gucken, wie man da Platz macht oder so. Ne? Jetzt steht er vorne, ich stehe ihm nicht im Weg. Ich kann hier wiggeln ohne Ende.
Geht keinem auf den Nerven. Und meine Pan, also hier, mein Cover ist ja genauso existent. Also ich habe da keinen Abbruch. Er sieht irgendwie nicht so prickelnd aus. Mir so ein Cluster-Gedöns, 5-6 Panzer auf einer Stelle, kämpfen gefühlt gegen einen. Vielleicht auch hier hinten auf die, wer weiß. EBR auf unserer Seite, unspotted, auch ganz komische Geschichte. Unser EBR woanders. Man sieht also, so im Urin habe ich so, das sieht nicht gut aus. Aber angreifen auf der Map ist alleine Selbstmord. Also hier heißt das erstmal Stellung halten. Da haben wir auch, guck, also, ich weiß ja nicht, SCB. Okay. Du hast nochmal gleich einen Freischuss. Also in der Runde habe ich mich tatsächlich gefragt, warum er da nochmal herkommt. Und besonders, warum er dann nochmal, er weiß, ich stehe jetzt hier. Ein bisschen hier den S-Kong im Blick. Falls der hier reinfährt, muss ich darauf gefasst sein, hier dann. Bedingt kann man mir dann ein bisschen Schaden machen. Wie bin ich denn jetzt aufgegangen? Ah, durch ihn. Also ich fand den SCB echt greedy an der Stelle. Ah, weg ist er. Ich weiß ja nicht. Links sieht es auf einmal, obwohl hier so viele Panzer sind, ne? Lassen sich von zwei Leuten leider einfach wegdrücken. Das heißt, meine Position ist hier demnächst auch nicht mehr so tolle. Dementsprechend ziehen wir uns mal einen Meter zurück. Solange jetzt hier, wir sehen es ja hier in diesem, in der Mittelgasse ist gerade nichts. Da würde ich gerne noch einmal ganz kurz passieren. Den Schuss nehmen wir nebenbei noch mit. Jetzt hoffen wir, hier ist keiner. Und genau hier stehen wir richtig. Aus meiner Sicht eine der besten Positionen, um hier die ganze Geschichte zu verteidigen. Man braucht dafür natürlich auch noch Kollegas, ne? Also alleine machst du hier auch nichts. Okay, da hat man Glück. Aber man kann halt hier von der Posi alles bis zum AE rüber spotten und auch beschießen. Schade. Müssen halt jetzt ein bisschen gucken, wir dürfen nicht so viel fressen. Ihr seht hier, der 54er geht auf, proxymäßig, wenn er das nochmal macht. Wird auch hier, ich weiß gerade nicht, was haben wir da hinten, vom Leopard auch bestraft. Ich denke, es war der Leo, wer weiß. Das war schon mal super. Gesagt, ich darf nicht so viel fressen gerade. Ich hätte ihn jetzt hier auch gerne gehabt. Aber die Straße wird voll sein. Ja, der 114er, der guckt auch schon. Dementsprechend nehmen wir nur den Schuss hier auf den AE mit. Uri wäre zu risky gewesen. Hätte ich mindestens einen vom 114er halt geschluckt. Und die 600, die wollte ich mir jetzt eigentlich nicht holen. Ja, 7 zu 11. Sieht echt nicht gut aus. Jagt die auch ein bisschen in Bredouille. Ich tue gerade so, als würde ich abhauen. Also hier wegfahren. Damit der Hori mir halt hinterherkommt. Damit ich ihn jetzt hier holen kann. Klappt nicht immer. Manchmal ist es so. Ein bisschen gucken. Vielleicht haben wir Glück. Na, scheiße. Gut, jetzt ist er weg. Immerhin etwas.
Aber das war jetzt extrem teuer. Und hier dieser WT in der Runde, als ich gezockt habe, ich hatte die ganze Zeit irgendwie im Kopf, dass es ein WT auf E100 ist. Und irgendwann, ich werde ihn jetzt gleich pushen und dachte mir so, ja, selbst mit HE machst du, was hatte er, 600 oder so? Er 647. Mit HE, da musst du schon echt high rollen. Aber ich mach's jetzt halt einfach. Und erst als ich auf ihn schieße, merke ich, ja, es ist ja nur ein WT auf Panzer 4. Da dachte ich, okay, ja, gut, der macht mir halt jetzt, zum Glück hat er nicht die große, oder ich weiß gar nicht, gibt da eine 57er auf dem? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall macht er nicht genug Schaden. Ich kann ihn rausnehmen, weil besser Reload. Und jetzt haben wir hier noch zwei Lights. Jagd-Elite lebt auch noch. Ja, da kam die Arti. Die war jetzt aber auch doof. Ich hätte gerne auf ihn geschossen, aber mit so einem Zielkreis braucht man es gar nicht probieren. So, jetzt ist wieder alles gut. Und da haben wir ihn. Halt ab. Einfach rauf. EBR da hinten. Vielen Dank für die Info. Hat sogar Heat geschossen, der EBR. Ja, haben wir Glück gehabt. Auch mit der Arti gerade. Glück über Glück. So, der sollte jetzt nicht abhauen. Wunderbar. Sechster Kill. So, auch wenn die Arti gerade geschossen hat, einfach mal, bis man zu ist, Arti safe stehen. Es wäre jetzt echt nicht nötig gewesen, ich weiß, aber nachher schießt die blind hin, weil sie prediktet, wo ich hinfahre und keine Lust drauf. 64 HP. Jetzt hier noch irgendwie Sperenzchen zu machen. Weil, ne, in so einer Situation, ich bleibe jetzt hier auch mit Absicht beim Jagd, er bittet ja auch drum. Einfach aus dem Fakt, wenn jetzt hier einer von uns aufgeht, die Arti schießt, kann der andere die Arti wenigstens töten. Wenn wir uns jetzt aufteilen würden, könnte es sein, dass wir so weit weg sind, dass die Arti dann halt, weil wir beide nicht mehr so viel HP haben, tatsächlich uns noch rausnimmt mit Tarnwert oder so, ne? Also, solange die Arti steht in dem Busch und wir uns dann auf sie zubewegen, je nachdem, wo sie sitzt, kann das echt in die Hose gehen. Ja, dementsprechend jetzt hier wirklich ein bisschen zusammenbleiben. Ich nutze die ganzen Bäume hier und die ganzen Büsche. Und passe mich auch der Geschwindigkeit des Jagdis an, falls jetzt hier was aufgeht. Okay, da haben wir einen Durchelm. Okay, Jagd eh regelt, überlebt auch den Schuss. Wunderbar, 10 Kills zusammen. Ich finde, das 430U ist der Panzer, der am besten auf der Heavy Lane agieren, also der beste Med, der auf gerader Fläche auf der Heavy Lane halt richtig gut mit agieren kann. Der braucht sich nicht scheuen, der hat richtig ordentlich Panzerung. Frontal gesehen halt die beiden Kommandoluken, aber es ist halt bei den meisten Panzern so. Ihr habt zu sehen, wir haben es ordentlich wieder rumgedreht. 6 Kills jetzt hier abgestaubt, 4328 Schaden gemacht, 1750 gebounced und 1163 noch unterstützt. Das ist eine ganz stattliche Zahl jetzt hier insgesamt. Dementsprechend auch Top Gun Medaille, Waffenbrüder durch den Jagd-E, also dass er mich da eingeladen hat. Und Spartaner-Medaille und dazu auch noch das Master-Abzeichen. Und jetzt hier auch noch auf dem ersten Platz gelandet mit 1298 XP. Trefferbild ein Ticken besser wie in der ersten Runde, aber jetzt hier auch nicht weltbewegend. 23, 19, 14. Und auch hier sehr viel Heat geschossen. Dementsprechend jetzt 68.642 Credits minus gemacht. Nichtsdestotrotz, Superpanzer kann ich nur empfehlen, besonders, also Techtelpanzer, ne? Super solider Panzer, besonders wenn man halt gerne vorne mitspielt, ne? Randale rein und so mit Teammitspielern, also mit vielleicht Platoon und. Superpanzer. Kann man nur empfehlen. Jo, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein.